gerade noch einer weggeballert. Wo ist die denn hin? Das war ein fucking Raketenwerfer. Wir haben doch keine Raketen dafür. 150 Schaden. Das sieht ziemlich heftig aus. Gewicht 21 ist leider ein Problem. Achso, Moment, wir wollten bei der Kleidung Champion wieder anziehen. Ich glaube, dann ist das Gewicht nicht. Genau, kein Problem mehr. Haha! Ganz entspannt. Wenn wir jetzt hier reingehen, müssen wir wahrscheinlich Gegner fighten. Das will ich eigentlich gerade gar nicht. Erkunde die. Achso, die Combat Zone. Hm. Müssen wir erstmal hier in die Richtung laufen. Geht das auf? Nee, geht's nicht. So, wo müssen wir denn hier jemanden treffen? An der Mauer. Was zum Teufel war das? Was? Knallt sie ab! Knallt sie alle ab! Ich glaube, ich habe gerade mal einen Hund abgeschossen. Ich sehe nichts mehr! Dafür, dass du nichts siehst, hast du echt gut getroffen, ey. Das ist ja unangenehm. Gelber Pilotenhelm. Auch nett. Wahrnehmung 1, Gewicht 2. Ja, nehmen wir wohl lieber nicht mit. Kochstation. Lederrüstung Helm. Metallrüstung Helm meine ich natürlich. Metallrüstung Helm. Schadensresistenz ist damit höher. Aber das Ding ist auch gar nicht so leicht. Leider. Sprengstoffkiste entriegeln. Let's go. Haben ewig nicht mehr geknackt. Easy peasy. Ich glaube, wir sind überladen. Oder? Nee, sind wir noch nicht. Jetzt sind wir überladen. Erstmal was futtern. Erstmal was futtern. Wo haben wir denn hier schön was? Maulwurfsrattenhappen. Nom 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 nom. Aber mit dem Hirnpilz konnte ich irgendwie noch gar nichts tun. Gemüse, aber die hätten wir futtern sollen, wa? Ist nämlich relativ schwer. Das gegrillte Red-Kakerlake hat ein halbes Kilo, gegrillter Red-Hirsch hat ein Kilo? What? Buff-Food. Buff-Jet. Bourbon. Wir werfen wieder die Whisky-Sachen und sowas weg. Hier, so, dann haben wir wieder Platz. Ich würde mich aber eigentlich nur mit... Ha! Ha! Das sind also doch Fallen. Das sind also doch Fallen. Du bist leider zu schwer, ehrlich gesagt, für das, was du an Geld gibst. Wir müssen mal ein paar Molotows verkaufen, glaube ich. Springmesser geht noch. Doppelläufige Schrotflinte ist leider auch zu schwer für das, was ihr an Geld gibt. Und das kurze Jagdgewehr auch. Ich nehme es nur hier raus, damit ich nicht wieder angeschossen werde. Und lustigerweise, weil ich dafür XP krieg. Selbstschussanlagen bauen die hier quasi, die Schweine. Bist du das, den ich treffen soll? Nee. Aber es ist denn der? Was über mir? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Es gab irgendwo einen Aufgang.
Es ist nicht hier, aber hier kann man noch looten. Kaffeedose, Trinkglas, Vorkriegsgeld. Ich bin so ein Loot-Goblin, ey. Aber es gibt auch immer was zu finden. Es gibt auch immer Loot. Spielzeug außerirdischer. Nee, den brauchen wir nicht. Wie kommen wir hoch auf dem... Ich war da, glaube ich, sogar schon. Wenn ich mich nicht völlig falsch erinnere. Ich bin irgendwo schon mal hochgekraxelt. Frage ist nur, wo? Was ist denn hier los? Das ist ja eine Werkstatt. Die außen ist. Radio. Oh. Scheint nicht zu stören, wenn ich die Sachen klaue. Rüstungswerkbank. Zigarrenkiste. Und wir können ja noch was knacken. Ist nicht rot markiert. Wir knacken es nur, wir klauen nichts. Wir machen es nur auf. Wie schön. Okay, wir klauen doch Sachen. Viel Spaß. Die Waffe haben wir dir gelassen. Das ist eine Bank. Hallo. Komm in Frieden. Bisschen zum Helfen hier. Da vorne ging es hoch, oder? Schaltplatte Militärstandard. Schaltkreise 5. Schaltkreise ist, glaube ich, was relativ wichtig ist. Hier ist ein... Okay, da ist ein Turm kaputt gegangen. Okay, hier kommt man doch nicht hoch. Vergiss es, was ich gesagt habe. Ich behaupte das Gegenteil. Hier ist aber noch voll Sicherheit. Hier ging es hoch. Oder? Geht's hier hoch? Zumindest ein bisschen nach oben, aber hier geht's nicht weiter nach oben. Wie komme ich denn... Okay. Ich habe das Rätselproblem gefunden von der Mission. Gibt's irgendwo einen Aufgang dahin? Oder müssen wir von innen hochgehen? Dachte ich, wäre es schon gewesen. Ist hier ein Aufgang? Hallo? Okay. Sieht so aus, aber es ist ein Stadion einfach nur, ne? Deswegen sieht das so optisch so aus. Hier brauche ich auf jeden Fall noch nicht looten. Anscheinend wären noch Kronkorken drin rumgurken. Darf ich hier hoch? Komme ich so nach oben? Komm auf jeden Fall ein Stück nach oben. Hopp. Aber komme ich hier weiter? Ich glaube nämlich nicht. Sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. Ich muss halt hier hoch irgendwo. Bin ich einfach nur fucking blind? Das kann nicht so schwierig sein. Wahrscheinlich muss man von innen hoch. Und man muss halt hier irgendwie rüberspringen. Man muss sich hier außen hoch. Ist auch gut, dass es an der Mauer übersetzt ist. Eigentlich ist das Treffen eher auf der Mauer. Okay, wir sind, glaube ich, einmal komplett rumgelaufen inzwischen. Ich habe keinen offensichtlichen Weg nach oben gefunden. Das ist natürlich scheiße. Und nebenbei wird irgendwie ein bisschen rumgeballert. Hier ist wieder die Werkstatt. Hallihallo Felix. Bin gerade ein bisschen lost. Ich suche gerade den Weg auf die Mauer. Bitte nicht spoilern. Ich habe gesehen, du bist ein bisschen weiter gekommen als ich, oder? Du müsstest zumindest im Level deutlich weiter sein als ich. Hast du dich inzwischen irgendwie festgelegt, auf welchen Spielstil du gehen willst?
Ich glaube, du hast einen schönen Sonntag. Ein Terminal. Ja, das verbesserte Terminal, das kann ich nicht knacken. Bin ich zu dumm für. Wir gehen mal nach innen. Vielleicht gibt es ja hier dann die Variante. Oh. Geh rein. Muss ich hier hoch? Ich muss hier hoch. Da ist sogar eine Markierung dran. Ich bin ein Vollidiot. Ich habe halt auch meine City ausgebaut. Das habe ich kaum. Ich habe ein paar Türme hingestellt und ein bisschen Futter besorgt. Ansonsten habe ich nicht viel gemacht dabei. Das von wegen irgendwie Händler hinstellen oder so habe ich nicht gemacht. Einfach sein gelassen. Aber trotzdem, es gibt doch auch XP. Von daher würde ich trotzdem davon ausgehen, dass du weiter bist als ich. Lass meine Lampe an. Ich glaube, es hackt. Ich darf hier nicht mehr nichts mehr nehmen, weil das jemandem gehört. Hallo? Genieße deinen Aufenthalt in Diamond City. Oh. Und jetzt, entschuldige mich. Der Bürgermeister? Bürgermeister McDonough? Ich würde ja gerne mit dir reden. Ich bin... Was krieg ich denn das? Level 14. Aber Level 14 ich halb. Habe zu tun. Ich habe zu tun? Am Arsch hast du zu tun. Du sitzt dein Hintern platt. Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Verstanden? Mach ich nicht. Ich suche aber... Hä? Geneva, du bist... Achso, du bist irgendwie die Tante, die wir getroffen haben. Da sind wir gleich auf. Krass. Das dürfen wir nicht. Das finden sie doof. Okay, ich bin nach oben gekommen. Aber ich guck einfach nur... Achso, wir gucken aber jetzt von... Das ist der Aufzug. Hab zu spät gepinnt, dass es Schnellreisen gibt. Siehste, und ich verzichte absichtlich auf Schnellreisen. Ehrlich gesagt. Ich mach das absichtlich nicht. Wir wollen aber die andere Richtung. Wir wollen nach da draußen. Es gibt einen Bürgermeisteraufzug. Das ist ja auch geil. Wie komme ich auf die Drecksmauer? Und Dogmi, du bist ein bisschen im Weg. Dogmeat. Okay. Okay. Wo ist denn jetzt der Hund hin? Ich hoffe, das zeigt mir nicht gleich an, dass Dogmeat in Schwierigkeiten ist. Mein Stream ist auch nicht so geil. Was ist nicht so geil? Schnellreisen oder nicht schnellreisen? Da ist der Hund. Ich finde, dass ich die Atmosphäre von dem Spiel einfach unfassbar cool und Schnellreisen reißt mich dann ein bisschen raus. Deswegen wollte ich... Achso, Schnellreisen. Naja, hätte auch sein können wegen Fortschritt und so. Ich finde Schnellreisen eigentlich nicht so schlimm. Es lädt ja sowieso permanent. So, wir packen unsere Waffe wieder weg. Guten Tag. Die Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Nett. Du spielst ja sogar noch. Ich meine Karotte mitnehmen. Hey, ich will mit dir reden. Hey, Ned. Hey, du. Das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Gib mal her. Teil 1, 2 und 3. What? Teil 1, 2 und 3. So, Thema bitte. Blick aus dem Vault. Blick aus dem Vault von Paper Ride. Immer wenn ich einen Spaziergang durch Diamond City mache, sehe ich viele Dinge, für die ich dankbar sein sollte. Denke zumindest viel her, sauberes Wasser, von das Licht, Strom. Es ist schon richtig, dass viele hier von ein paar Jahrzehnten noch undenkbar gewesen wäre, aber dabei vergessen wir allzu schnell, dass wir trotz unseres Fortschritts noch immer in einer Welt leben, die nur ein Schatten der Welt vor dem Krieg ist. Eine Welt ohne Strahlung, ohne Supermutanten, ohne wilde Ghule und Zins. Wie ich es dazu verwollte, habe ich Ben getroffen. Ein Vaultbewohner. Jemand, der das Commonwealth zum ersten Mal erlebt. Was würde er wohl dazu sagen, weit gebracht haben? Miss Diamond sieht das große grüne Juwel, für das wir es immer halten. Ey, ich weiß schon für den Stream, aber... Es gibt ja unterschiedliche Streamschauer, das meinte ich, weil es gibt ja Leute, die wollen Progress sehen, die nervt es, wenn du das Spiel langsam spielst
Ne, die wollen quasi Reaktionen, die freuen zum Beispiel auf irgendwas, was noch kommt, das du treffen sollst. Und wollen die Reaktion halt sehen und warten die ganze Zeit da drauf und dann sind sie irgendwann genervt, weil du so langsam spielst und nicht vorankommst. Und dann würde ja Schnellreisen bedeuten, ich spiele das Spiel schneller. Andere sind da eher vielleicht so wie ich und sagen, ja, die Atmosphäre und der genießt halt das Spiel und ist auch cool. Ich meine, dass ich das hier lese, müssen wir wissen, wer Ben ist, wo kommt er her. Zu meiner Überraschung hatte er nicht viel zum Leben wohl zu sagen, denn er hat seine Zeit damit verbracht, auf einer heißen Scheibe zu starren. Jeden Tag, 20 Jahre lang, ganz richtig, Ben stammt nicht nur aus aller Welt, er gehört zu den Ursprüngen, wir wohnen. Er hat die gesamte Zeit im Kälteschlaf verbracht. Fortsetzung Teil 2. Ist da echt ein Limit für? Für die Zeichen oder was? Also, was hat Ben gemacht zum ersten Mal im Blick damit? Sie zu sagen, ganz ehrlich zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Hoffnung. Man hat das letzte Mal jemand in unserer Stadt von Hoffnung gesprochen, abgesehen natürlich von Politikern, die auf Stimmenfang für die nächste Wahl waren, unter der Mauer leere Versprechen gemacht haben. Aber Ben hat sich von dem Zynismus unserer seltsamen Welt nicht anstecken lassen. Es ist umso erstaunlicher, wenn man den Grund kennt, weshalb er ins Commonwealth gekommen ist. Ben hat nämlich seinen Sohn Sean und obwohl ein Wort recht sicher ist, konnte dennoch jemand eindringen und Sean entführen. Jetzt ist Ben bereit, alles zu riskieren und wagt sich dabei in unsere seltsame und oft feindselige Welt, um Sean aus den Fängen seiner Entführer zu befreien. Wir alle kennen die Gerüchte um die verschwundene Person in Diamond City. Der beschämte Blick, wenn wir Trauernden begegnen und dabei der Mauer danken, dass es diese Mann nicht uns getroffen hat. Es gibt tausende Möglichkeiten, im Commonwealth zu Tode zu kommen. Warum sollte man sich da um Entführungen scheren? Ja, warum nur? Teil 3. Es ist leicht, dem Verschwinden von Menschen mit Zynismus zu begegnen. Wir wissen schon so lange, dass das Institut irgendwo da draußen ist, aber kaum sonst etwas. Sie sind nicht die einzigen, die für die Entführung verantwortlich sind, aber die Tatsache, dass wir nichts unternehmen können, um sie aufzuhalten, lässt uns alle Opfer dieser Entführungen als hoffnungslose Fälle sehen. Aber die, die zurückbleiben, geliebte Menschen, Freunde, Nachbarn, die Entführten vielleicht nie wiedersehen, sie können nicht einfach wegschauen. Sie tragen diese Last mit sich, auch wenn ihnen alle anderen sagen, dass sie die Sache vergessen und ihr Leben weiterleben sollen. Ich habe Ben gebeten, Diamond City etwas zu sagen, um uns eine neue Sicht darauf zu öffnen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren und uns zu zeigen, wie er sich fühlt. Vielleicht sollten wir uns auf gewisse Weise alle so fühlen. Vielleicht haben wir vergessen, wie man richtig auf eine menschliche Tragödie reagiert. Ganz egal, wie sehr man ihn aufgeben möchte, man darf es nicht tun. So Ben, man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird oder zumindest die Wahrheit erfährt. Ende. Das ist tatsächlich ein cooles Ding. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ich kann hier handeln. Lass uns handeln. Das wäre mein Angebot. Eine Lederkombi und eine Reportermütze. Nice. Habe ich die Quest jetzt fertig damit? Ich glaube schon. Glaube schon. Okay. Ach, jetzt darf ich hier doch dann doch alles looten. Weil sie jetzt meine Gefährtin ist. Nice. Ups, die Kaffeekanne wollte ich nicht. Ich habe erstmal vor, hier komplett euch die Hütte auseinanderzunehmen und alles mitzunehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Weil ihr braucht den Scheiß ja bestimmt nicht. Haarklammerbox zum Beispiel, Kronkorken. Gib her. Stimpaks, Patronen, alles meins. Und jetzt die Frage, wenn ich schon wieder in Diamond City bin, wie komme ich auf die Mauer? Auf die Mauer, auf der Mauer, warte, eine kleine Quest. Guck mal, weil die Quest nicht weitergeht, weil ich nicht weiß, wie ich hochkomme. So, aber da reden wir halt mit dem Rest nochmal, weil wir haben ja auch einiges. Werden für Tag warten müssen, glaube ich. Wir werden für Tag warten müssen. Das sind noch 3 Stunden, die wir warten müssen. Das ist mitten am Morgen. Ah, heißer Tee. Geil. So. Guten Tag, Doc. Hey, hast du mutierten Farm gefunden? Habe ich. Jede Menge sogar. Vor. Hier. Ich habe die Pflanze gefunden.
Hier, bitte. Also gut, hier deine Bezahlung und ein paar Proben aus der Apotheke. Aber nicht alles auf einmal nehmen. Nice. Immer in Maßen. Ich will ja nicht nerven, aber ich habe hier einen Laden zu führen. Zeig mal, was du so hast. Camps für einen ausgewogenen Lebenswandel. Kann ich dir noch mehr von dem mutierten Shit geben? Blutpaket, Blähfliegenfleisch, Eichhörnchen. Ich finde Eichhörnchen am Stiel immer noch so eine geile Sache. Gemüsesuppe. Ne, die würde ich eigentlich gern behalten wollen. Hirnpilz. Wie wäre es mit ein bisschen Jet? So viel brauche ich davon auf jeden Fall nicht. Jet Boost, Karotte, Karottenblume. Brauche die Karottenblume nicht. Leguan am Stiel, leuchtender Pilz. Den brauchte ich. Morwurfsrattenhappen, Medix. Hallo? Danke. Ich gebe dir 7. Dann habe ich noch 10 davon. Gib dir davon 5. So viel Geld hast du nicht. Da haben wir schon wieder das Problem. Die Frage ist, was wollen wir sonst mitnehmen von ihm? Brauchen wir Sachen von ihm? Red Away könnte man mitnehmen als Ausgleich. Ich weiß nicht genau, was ein Stealth Boy macht. Stimpak. 100 kosten Stimpak. Das sind ein bisschen viele Stimpaks, die ich hier... So. Wir haben 6000 Kronenkorken, geil. Wir haben aber noch mehr Missionen, die wir abgeben können von Leuten. Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Doktor? Jahre alt. Du hast einen wunderbaren Knochenbau. Aus, komm doch mal im Mega Surgery Center vorbei. Bei dir in Covenant? Was ist denn? Ich kenne nur Sanctuary, ich kenne hey, Covenant nicht. Du bist dieser Vault-Bewohner, der aus der Zeitung. Ja, jetzt kennen mich alle, ne? Entspannt euch mit ein paar Hier komme ich nicht hoch, oder? Doch, komme ich. Geilo. Also hier. Science Center. Woohoo. Ich glaube, bei mir leben nur die Standardleute in der Sanctuary. Also irgendwie 5 sind oder so. Ich kenne Covenant nicht, ist richtig. Dr. Duff kümmert sich um die Besucher. Ja. Warte, macht Dr. Duff eigentlich da? Kann ich dir helfen? Hey, ich will mit dir reden. Du hast mich doch losgeschickt. Weiß ich nicht mehr. Das könnte vor oder nach der Freisetzung des semitoxischen Gases im Labor. Oh shit. Kannst du vielleicht etwas konkreter werden? Ja, ich habe diese Blähfliegendrüse. Du hast danach gefragt. Ach ja, losgeschickt. Na klar, toll. Ich nehme das mal an mich. Diese Drüsen sind definitiv ein Ergebnis der Anpassung an radioaktive Strahlung. Vielleicht haben sich unsere Innereien ja auch... Wäre doch toll. Toll wäre das. Toll. Hier, eine kleine Belohnung für meinen neuen Assistenten. Okay. Zum Covenant. Weiß nicht, was du mit Covenant... Also ich kenne hier oben Sanctuary. Da leben 9. Und ich glaube, sonst habe ich literally keine einzige Siedlung gestartet bisher. Ich habe die einfach alle ignoriert. Also ne, auch hier Starlight Drive-In und sowas, da können die Siedlungen starten. In Tenpins Bluff leben noch 2 Leute. Da war ich, aber in Covenant war ich nicht. Das ist richtig. Ich weiß auch nicht, was das davon ist. Ich bin irgendwie hier rumgelaufen, um dann nach Diamond City reinzulaufen. Ich habe hier so gar nicht so viel gemacht, wie du siehst. Was haben wir jetzt hier noch für Quests? Gesichtsoperation, triff Abbott bei der Mauer. Ja, das sind halt die Sachen. Und die Gesichtsoperation soll man reden. Müssen wir mal gucken, wie das geht. Wait, warum steht hier in 40 Metern? Ist das Abbott bei der Mauer? Es ist hier drin? Ich gehe kaputt.
Was auch immer. Was auch immer? Du weißt nicht, was das ist, oder? Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinsam? Oh, müssen wir jetzt malern. Kommt drauf an, was es ist. Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur ein. Müssen mehr Farbe holen. Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit. Ich glaub, da habe ich sogar schon Farbe eingesteckt. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Nur wenn du noch was drauflegst. Gut. 125 Kronkorken dann. Da ist doch sicher noch mehr drin. Du bist echt zäh. 150 Kronkorken. Okay, damit können wir reden. Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Okay, machen wir das noch nebenbei mit. Begonnen die bunte Stadt. Suche im Baumarkt nach Farbe. Der malt halt wirklich einfach. Lol. Okay, so, Aufgaben. Das ist jetzt. Also, ne, die bunte Stadt. Such im Baumarkt nach Farben, ruf zu den Waffen, der Weg. Sicher die Werkstatt in Taffington Bootshaus. Valentine ist die Hauptquest sozusagen. Nick Valentine. Silver Sunshine Tidings Cooperative. Ups, ich würde mal sagen, Valentine und die Kooperative sind so die Sachen, die wir noch machen können. Das heißt, wir müssen aber jetzt wieder hier raus. Bei den sonstigen Aufgaben. Achso, und den Doc Crocker können wir noch kurz über die Gesichtsoperation reden. Müsste ja das nächste hier sein, müsste ja Doc Crocker sein. Ist das ein Pip-Boy? Ich werde meinen linken Arm für so ein Teil geben. Die einzige Verteidigung des Schlagmanns, während er über die Bases rannte. Der den Ball hatte. Also, da muss ich rein. Das habe ich irgendwie überhaupt nie überhaupt ignoriert, dass da ein Eingang ist. So. Neues Gesicht? Stark, aber nicht perfekt. Gegen eine kleine Gebühr kann Doc Crocker dir das Aussehen verpassen, von dem du immer geträumt hast. Fühl mich eigentlich relativ wohl. Moment, was willst du mit mir anstellen? Ich spreche von einer OP. Aber nicht von irgendeiner OP, sondern von einer Gesichtsoperation. Sicher und schnell. Neues Kinn, nee. Neue Augenfarbe, Narben entfernen, nee. Narben hinzufügen, ein neues Ich, ein perfekteres Ich. Kein Interesse. Verstehe. Passt schon, danke. Passt schon, ich fühle mich eigentlich immer noch ganz wohl, so wie ich aussehe. Brauche ich jetzt nicht. Die Sprüche der Security sind manchmal echt geil. Ja. Alle Sprüche von allen Leuten sind eigentlich ziemlich nice. Ich habe mir schon ein paar Mal laut gelacht. Nur ein Spinner, aber irgendein komischer Typ ist in die Stadt gekommen und meinte, er hätte einen Notruf aus den Ruinen von Cambridge aufgefangen. Ist das jetzt ein Ding, weil ich den einen von Satellitenmasten hochgemacht habe, dass quasi, wenn ich nicht im Radio zuhöre, mir trotzdem die NPCs Hinweise geben? Das wäre ganz geil, von wegen, jetzt kann man die Notrufe halt weiterhören. Ich will mein Red loswerden. Schau mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Strahlung. Ich fühle mich krank. Gut. Brauchen wir jetzt nicht nochmal alles angucken. Haben wir es schon zweimal gesehen. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Nö. Hab sonst keine Beschwerden. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht, sonst war meine Arbeit umsonst. Aha. Das passt schon. Danke. Wir können jetzt mit Gemüsesuppe futtern. Mach mal, Felix, mach mal an. Gemüsesuppe. Nom nom nom. Wir können aber vorher noch mal gucken, ob wir jetzt mit den Leuten wieder traden können. Ein Schlagholz, das ist eine Waffe. Red mal mit Mo Cronin, er kann dir Sag keine falsche Bescheidenheit. Man der ist Doktor sagt, ich darf kein Schlagholz zu besitzen. Ich brauche eine Nuka-Cola. Was, wenn die uns die ganze Zeit. Zeig mal, was du so hast. Gib Chef eine Nuka-Cola. Das können wir machen.
So, du hast wieder 260. Hier, 10 mm Automatikpistole. Impulsminen, Impro-Scharfschützengewehr, das benutzen wir. Molotow-Cocktails können wir dir verkaufen zum Beispiel. Die benutzen wir. Ey! Wir geben dir 6, da haben wir noch 10. Schlagring, da ist was für dich. Das Springmesser ist was für dich. Die haben eine übel aufgepimpte 10mm Pistole. What the fuck? Stecherabzug, Kampfflinte. Soll man wahrscheinlich den anderen geben. Moment, die hat aber... Die Kampfflinte hat Schrotmunition. Ha! Wait, wait, wait. Es gibt Kampfflinten mit Schrot und welche ohne Schrot? Das sehe ich ja jetzt erst. Wir haben nämlich die Doppelläufige. Die hat ein Damage von 56, Reichweite 71, Präzision 44. 56, 71, 44. Präzision und Reichweite ist schlechter. Und der Schaden auch, aber dafür hat sie, glaube ich, deutlich mehr. Deutlich mehr. Kann er keine Waffe ziehen. Red nicht mit mir. Das könnte Aufmerksamkeit erregen. Ja, die hat nämlich 30 Schuss. Die hat 30 Schuss. Ich habe gerade den falschen rausgehauen. Wollte ich auf das da packen. Wollte ich auf das da packen und. Das ist eine. Das ist ja auch die. Wait. Gehen wir dahin. Wir haben hier 18 Damage. Präzision 73. Jo, ich würde auch sagen, wir ersetzen unsere Waffe. Weil die hat verlängerten Lauf und alles mögliche und Leichtbau und alles. So, hier gehärteter Impro-Revolver, den haben wir jetzt rausgenommen aus Versehen. Aber dann können wir, glaube ich, mal wieder. Willst du mal was Lustiges machen? Lauf die Bases ab. Glaub mir, ist super. Der Bürgermeister. Arturo, ich hab Knarren. Oder willst du lieber was für den Nacker? Nee, wir wollen handeln. Zeig, wir handeln. Alles Zeig mal her. In Handarbeit gemacht. Zeig mal her. So. Wir würden dir nämlich gerne die Standardautomatikpistole verkaufen. Die Raketenwerfer nicht, den würde ich gerne mitnehmen. Das Lasergewehr, die doppelläufige gehärtete Schrotflinte. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Kalibrierte 10mm Pistole. Und wir bräuchten dafür aber wahrscheinlich nochmal ein paar Schrotmunition. 10mm haben wir genug. Schrot haben wir nicht mehr so viel. 45er haben wir genug und 308er haben wir genug. Ist da noch Schrotmunition? Powerrüstung, Rakete. Oh, hier gibt's Raketen. Ha! Ich hätte gerne mal eine Rakete oder sag mal zwei. Und Schrotmunition. Können wir noch ganze zwei mitnehmen, dann bezahlen wir ihm noch einen Kronkorken. Oder wir bezahlen, geben wir ihm einfach mehr Shit, die wir nicht benutzen. Zum Beispiel auch davon noch die Hälfte. Und davon noch die Hälfte, weil das alles Gewicht ist, was wir mitschleppen. Meine Kleidung, Greaserjacke, die werde ich halt, die kann ich nicht modifizieren, glaube ich. Milizhut, Polizistensonnenbrille, Schweißerbrille, Unterhemd und Jeans. Das wäre auch das Glück. Kann ich das unten drunter ziehen? Statt der Militäruniform?
Der Filzhut erhöht auch das Glück. Aufbereitetes Wasser jede Menge. Was ist denn hier so schwer? Gegrillte Redhirsch, den würde ich gern behalten. Was ist denn noch schwer? Köterkeulen. Maulwurfsrattenhappen. Mad X, Melone. Mentats, Nuka-Cola, Nuka-Cherry. Die Nuka-Cherries sind echt schwer. Wir haben ja die ganzen Nuka-Colas und hier Psycho. Wir holen uns gleich noch mehr Schrotmunition, deswegen ist das nicht so problematisch. Mit dem Guild. So. Red Kakerlakenfleisch, Reddix. Reddix nehme ich gerne. Ribeye Steak, schimmeliges Essen. Oh, ja, habe ich ein schimmeliges Essen mitgenommen? What? Stealth Boy. Keine Ahnung, wofür ich einen Stealth Boy brauche. Ich glaube, so haben wir aber wieder mal einiges an Gewicht losgeworden, oder? Jawohl. Können wir dir noch ein bisschen Shit verkaufen? Okay, schätze, wir können ins Geschäft kommen. Handel. Lass mal sehen, was du so hast. Alles, was du brauchst. Ich brauche alles. Diverses. Ihr habt, glaube ich, alle kein Gewicht, aber wir kriegen ja Geld dafür, von daher. Müssen wir uns was von dir kaufen, sonst verlieren wir ja Sachen. Wie wär's mit Munition? Und dann geben wir dir noch ein paar Sachen. Luca-Kate-Ticket, Arian-Tweez, U-Bahn-Marken, bewältigen Geschichten, Wall-Tech-Lunchbox, Bachbot-Modell, Ödland-Überlebenswert. Die habe ich ja alle gelesen, soweit ich das weiß. Ich mute, dass es bei diesen überfälligen Büchern irgendeine Quest geben wird, dass man die alle sammeln muss und zur Bibliothek bringen oder so. Von daher behalte ich das mal lieber. Biometrischer Scanner. Glasfaser ist nukleares Material. Bleistift. Blähfliegendrüse. Ah, die macht Säure. Kennungsmarken. Feder. Flasche mit Frostschutzmittel. Hier, behalte. Mir zu schwer. Kaffeekanne. Klebeband, Kombischraubenschlüssel. Terrorist, nicht aufgeblasenes. Provisorische Batterie ist halt übel schwer und wir schleppen die ganze Zeit einfach nur rum. Ich hau die jetzt raus. Schaltkreise ist selten, die will ich nicht verkaufen. Schlossarme können wir raushauen. Schnapsflasche, Schreibmaschine, Schrauben brauchen wir viel. Schrauben brauchen wir viel. Silbertafelmesser, Silbergabeln, Silbertafellöffel, Silbermedaillon, Silbertaschenuhr. Da brauchen wir wieder die Schrauben von. Sturmfeuerzeug. Frostschutzmittel, das kann sie gerne haben. Tafellöffel, Terminal, Grafikkarte. Antiseptikum, Terpentin, Toaster. Hier, behalt. Oh, die können wir auch Vorkriegsgeld verkaufen. Da müssen wir nochmal gucken, ein andermal. Weil so viel hast du nicht mehr. Da ist immer noch ein bisschen was leer losgeworden. Das heißt, unser nächster Plan ist es, Sunshine Tidings zu machen und hier Nick Valentine zu finden wahrscheinlich. Die Combat Zone können wir dann wahrscheinlich mitmachen. Hier bei und erkunde die Combat Zone, würde ich sagen, und dann machen wir Sunshine Tidings irgendwann danach. Behalt das Vieh im Auge.
Okay. Ich will nichts davon hören, dass jemand gebissen wurde. Es ist ein Hund. Der ist super lieb. Macht euch mal keine Gedanken darum. So, let's go. Wieder mal speichern. Wobei, ich glaube, wir machen einen Autospeicher, wenn wir hier rausgehen. Jetzt sind wir fast Level 15. Mega-Hacker hältst du in bestimmten Türmen eine neue einzigartige Funktion, wie beispielsweise die Fähigkeit, Scheinwerfer oder Geschütze zu bestimmen. Für jede für die gesammelte Aufgabe von Mega-Hacker hältst du in bestimmten Türmen eine neue einzigartige Funktion. Mega-Hack habe ich glaube ich nicht allzu viel gefunden. Bin ich der Meinung. So, let's go. Jetzt haben wir eine Kampfflinte hier. Hätte glaube ich noch ein Visier drauf packen können, naja. Wir wollten nach Westen, ne? Ne, nach Osten. Upsi. Hier irgendwie mal nach Westen laufen in dem Spiel. Das ist irgendwie intuitiver für mich. Stimmt, wir wollten die Combat Zone uns jetzt angucken. Also wahrscheinlich die Kampfflinte rausholen. Den Nahkampf. Hatten noch ein paar Schrotflinten-Munition mitgenommen. Könnte aber sein, dass die uns mit der Zeit ausgeht. Pharmazie, Apotheker. Folge einfach den Zeichen. Nö, such die eigentlich nicht. Kreispolzen ist Munition, kann man mitnehmen. Hier geht's nicht durch. Hier geht's durch. Laufe ich jetzt in irgendwelche Mutanten rein? Das ist die Stadt nur so im Stadion sichern, ist irgendwie. Das ist doch hier die Bibliothek, oder nicht? Jo, wir gehen mal in die Bibliothek reingucken, um zu gucken, ob das hier vielleicht zufällig gerade ist mit der. Mit der Quest von wegen überfällige Bücher zurückbringen. Willkommen in der öffentlichen Bibliothek von Boston. Wir haben zurzeit geschlossen. Die Bibliothek ist zurzeit geschlossen. Okay, ich kann mich rein schummeln. Ansonsten geht's glaube ich nicht rein. Oh. Coley Station? Das ist die U-Bahn-Station unten drunter? Wollte ich jetzt gar nicht hin. Fleischsack, Kronkorken, Patronen, Fleisch von. Was? Weichschalenmeier-Lurks. Maulwurfsrattenzähne. Hey! Okay, Supermutanten sind gar nicht so schwer, wie ich dachte. Blutkäferfleisch. Ich glaube, es hackt. Schießt der auf meinen Hund? So, jetzt habe ich das mit der Nuka-Cola geben nicht gemacht, ne? Warte mal, das gehen wir nochmal kurz zurück. Ich wollte ja dem Typen eine Nuka-Cola geben, der mir gerade neben mir saß. Da müssen wir auch eine Aufgabe für haben. Gib Sheffield Nuka-Cola. So, die Richtung müsste das dann sein, oder? Ja. Also, wir können ja nicht so viel sprinten, ich vergesse das immer wieder. Und gucken. Oh Gott! Meine Fresse, was geht denn hier ab im 8. Revier? Red Kakerlakenfleisch. Das ist mal richtiges Red Ready Fleisch.
Wait. Des Kammerjägers Lederrüstung, aber zu den durch Meyerlux Insektenfuß aus dem Schaden um 15%. Okay. Was geht denn ab? Da ist noch ein Terminal an. Hallo. Julians Aufzählung Anzettel eines Aufstands. Foto von Julian auf einem ungeschützten Fahrzeug stehen, aufgenommen am Tatort. Beweismittel, ein verunstalteter Sportpullover mit der Aufschrift Wir besiegen New York. Nur das Aufzeichnen Diebstahl. Quincy, eine gelbe Auswahl, eigentlich von Mr. Quincy, zurückgemessen ab. Beweismittel. Hier wird halt einfach Karte aktualisiert, wait. In der Wartenkammer Polizeirevier, Objekt Holoband. Holoband, aus dem Kammer Polizeirevier, Kontakt Officer Doyle, aus der Wartenkammer verschwunden, Untersuchung angeordnet am 23.12.77. Karte aktualisiert. Ich mag die Waffe übrigens schon mal. Dass sie so ein großes Magazin hat, ist ziemlich nice. Okay. Und hier gibt's noch ein Holoband. Nachricht an Rodrigo Paloma. Okay, mein Freund. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe eine Entscheidung getroffen, was den Job bei Fallons angeht. Dein Anteil ist genau angemessen. $0. Nichts. Du hast richtig gehört. Du bekommst nichts. Ja, du hast den Safe geknackt. Und ja, wir haben die Diamanten. Aber du hast auch den Alarm ausgelöst. Sie haben Mackie erwischt und das ist ganz allein deine Schuld. Geil. Wenn Mackie irgendwann rauskommt, wird er sich bei dir bedanken wollen. Ich werde ihm stattdessen deinen Anteil geben. Ich würde sagen, damit bist du gut bedient. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Irgendwo liegen gibt's Diamantenanteil. Aber das ist ja dann mit Vorkriegsgeld. Mäh. Also, nee, da kann ich wieder nicht rein. Will hier rein. Ich will noch die Nuka-Cola abgeben. Hallo, muss mal kurz rein, Leute. Tut mir leid fürs Hin- und Hergerenne. Aber ich will wissen, was passiert, wenn der unbedingt eine Nuka-Cola haben will. Der hat doch gesagt, der kriegt halt nichts mehr zu saufen. Aber Nuka-Cola ist auch nichts zu saufen, oder habe ich irgendwas verpasst? Ist Nuka-Cola mit Alkohol? Oder ist das eine Welt, in der Nuka-Cola auch wirklich mit Drogen ist? Wie früher mit Kokain oder sowas. So, der Typ saß hier. Ein Bier, da sitzt er. Mehr will ich nach dem Dienst gar nicht. Hey, Sheffield. So durstig. Nuka Cola. Ja, bitte. Oh, danke. Danke. Nuka-Cola entfernt, Level up. Okay, ist einfach fröhlicher? Okay, war ein Level up. Mir auch egal. So. Level 29, Level 32, Level 19, Level 17. Wir könnten blutiger Tod nehmen oder wir Crit wollen wir erhöhen. Den Damage von Crits. Den dürfen wir nämlich direkt nochmal erhöhen. Level 15 und dann bauen wir Level 40. Brauchst du was, Plünderer? Ich bin kein Plünderer! What the fuck? Ich hab nur so eine Maske auf wie so ein Plünderer. Ich bin aber deswegen doch nicht direkt ein Plünderer. Mach doch mal halblang. Gemeine Schweine. Mal kurz nochmal auf mein Handy gucken, weil Lumi mir geantwortet hat. Okay, die hat nur bestätigt, was ich hier geschrieben habe. Gut. Dann muss ich da nicht viel gucken. Wir werden nur damit ein bisschen ballern müssen, glaube ich. Damit können wir nur nicht so gut im Wetz ballern, weil der hat sehr hohe AP-Kosten.
Das ist wieder Osten. Nee, Osten ist ja richtig. Ich bin fehlgewickelt. Osten ist so, wir werden das da irgendwie uns angucken, oder? Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich habe was gefunden. Was hast du denn gefunden, mein Wuffi? Aha. Begonnen, mechanisch überholtes Karawanen-Notsignal. Hört ihr das Karawanen-Notsignal an? Dies ist ein Notruf. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte, sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Okay. Finde die Karawane. Watts Electronics. Finde die Karawane, ist da oben. Ja, können wir da mitmachen. Können wir dann hinterher mitmachen. Gibt so viel zu erkunden, das ist so geil. Ich liebe es! Oh, hallo. Du machst wohl Witze. Nö. Ich keine Witze. Oh, das ist ein legendärer Raider. Deswegen hält der so lange durch. Hey! Habe ich nicht so gut getroffen, war? Oh Gott! Hallo! Was machen Sie denn hier? Okay, tschüss. Alter, geht ihm auf den Sack. Nope. Nope. Hab ihn getroffen. Dammit. Jetzt haben wir ihn. War's das? System wir nochmal eine Runde Dogmeat. Patronen. Die hatten ganz geile Patronen. Und Ausrüstung, glaube ich. Zeig mal her. Was ist denn hier oben noch drin? Wo ist denn der legendäre? Patronen, gelber Pilotenhelm, Gurtzeug, Impro-Revolver, Kronkorken. Unnachgiebig, das hast du nicht an. Raider-Rüstung, plus 3 auf alle Werte, wenn. Plus 3 auf alle Werte? Wenn du 25% gesund oder weniger hast. Okay. Ich wollte gerade sagen. What the fuck? Ich wollte gerade sagen. Alter, das wäre ja insane gewesen. Einfach plus 3 auf alles. Permanent. Sollten wahrscheinlich was futtern, wa? Hilfsmittel. Blähfliegenfleisch. Eichhörnchen am Stiel. Nom 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 nom. Günstiger Wunderkleber. Kunst.
war es das hier? Ne, da war doch noch mehr unten, oder? Zum Looten. Das war doch nicht alles. Da ist natürlich noch jemand. Kron, Konfusions, Patron, Stimpack. Stärkter Schweiß, Leuchtvisier, Sturmgasmaske. Die Sturmgasmaske finde ich schon als Ausrüstung schon ziemlich attraktiv. Die würde ich schon gerne meinen Leuten geben. Oh Gott! Crit-Aufladung! Hat er getriggert. Da hat die Crit-Aufladung getriggert. Hier gibt's noch mehr. Hier geht's in einen Tunnel rein. Oh, da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Aber wir können mal gucken. Wir können, glaube ich, wieder einiges herstellen. Aufbereitetes Wasser zum Beispiel. Dreckige Ödländer können wir mal machen. Stärke Charisma steigert der. Suppe. Nee. Braten. Blutkäfersteg. Eichhörnchen am Stiel. Redkorkelaken. Köderkeulen. Geil, schön gebrutzelt, alles Mögliche. Da wollen wir gar nicht so richtig hin, glaube ich. Noch ein legendärer Raider. Eigentlich wollten wir aber in die Richtung da. Ich mag, glaube ich, die Waffe auch sehr gerne. Kann ich nicht durch den Maschendrahtzaun schießen? Die modifizierte, die wir haben. Es wirkt ein bisschen so. Crit! Batz! Oh, wie sie ihn weghaut, über die wegkrittet. Ja, das war ein legendärer Raider, wa? Entdeckt Layton Towers. Okay, da kann ich aber drauf schießen. Null, da könnte mir aber schlecht mit treffen. Oh Gott, ich brauche was. Oh Gott, ich brauche was Nahkampfmäßiges. Heidenei. Lederrüstung, gepolstert, gehärtete Lederrüstung. Nee. Hallo? Mach mal nicht. Metallrüstung, Harnisch, Metallrüstung, rechter Arm. Ist noch einer über uns irgendwo. Ich wollte eigentlich nur den legendären Raider looten, der jetzt hier rumliegt. Ja. Des Akrobaten reduziert Fallschaden. Okay. Um 50% nehmen. Der Rest ist gar nicht so spannend hier. Würde ich mal sagen. Wait a second, what? Von wo denn jetzt hier gerade geschossen auf mich? Das ist von der anderen Seite, oder? Oh. Ich treffe den da nicht. Und ich werde definitiv von rechts noch angeschossen. Da ist noch mehr. Ich muss mal kurz weg. Wieso treffe ich die nicht? Irgendwas buggt da. Jetzt treffe ich ihn. Schade. Nope, verzielt. Oh oh. Kann man ihn da nicht treffen? Jetzt haben wir ihn von da oben. So, wenn er hier runterfällt, können wir ihn looten.
Kurzes Kampfgewehr. Kurzes Kampfgewehr. Das steht wahrscheinlich wieder 45er Munition. Wiegt aber 11 Kilo, aber ist auch 100 wert. Poliert, gedämpft, poliert Metallrüstung. Rechter Arm, das hört sich eigentlich ganz geil an. So, und was ist jetzt mit euch hier drüben, ihr Freundchens? Zink. Madame, das ist nicht so nett. Alter Vater, hier geht's ja richtig ab. Darf man Professional Building. Doppelläufige Schrotflinte plus. Leichtbau umgürtet. Die sind einfach immer nichts wert. Die Schlagringe kann man, glaube ich, mitnehmen, ja. Vom Wert her. Leichte Kleidung. Gammler Outfit Lederkombi. Raider. Hier sind einfach tote Raider. Spannend. Könnte jetzt noch reingehen, ne? Aber ich will ja eigentlich nicht die Raider alle platt machen müssen. Wir hatten ja. Lol, da flog was. Wir hatten ja eigentlich andere Sachen vor. Wir wollten eigentlich in die Richtung durch nur. Oh, hier liegt aber noch Munition drin. Die Munition sollten wir schon mitnehmen. Wenn hier Munition rumsteht. So, ich dachte, da kann man reingucken. Also, was rauslooten. Ich hab grad kurz ein bisschen erschrocken. Psycho. Euch haben wir geludet. Wait, den Turm, den wir hier zerlegt haben, haben wir nicht gelootet. Huch. Und dazu hier hoch. Sicherung Vakuumröhre. Kupfer und Glas. Ist aber relativ leicht. Kann man es, glaube ich, schon gönnen. So. Also wir müssen nach oben, wa? Sonst kommen wir gar nicht durch. So wie das aussieht. Oh doch, wir kommen durch. Hallo? Wo sind wir denn hier? Wir sind noch gar nicht da, wo wir hinwollen. Ich gehe mal trotzdem nach oben. Vielleicht ist ja oben noch geiler Loot. Das ist ja so ein bisschen das, womit das Spiel einen immer lockt. Guck doch, da ist Loot. Am Ende des Dungeons. Hier könnten wir in Leighton Towers reingehen. Krass, wie die FPS gerade tanken, ey. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber bei mir sind sie gerade auf normalerweise 120. Auf 70 runter. Das merkt man dann schon. Wie ist denn der Typ überhaupt da hingekommen? Der ist schon doch da oben drauf. Anscheinend nicht über den Weg, den ich hier hochgenommen habe. Wir sollten mal was essen. Eichhörnchen am Stiel, das ist. Ja, du musst zum ersten Mal einen Trigger von diesem umgedrehten Fernkampfangriff. Das Gefühl, wir sollten hier einen kurzen Bogen machen, weil ich will eigentlich nicht die Supermutantenfestung da angreifen. Weil hier in jeder Ecke hat sich irgendwie Supermutanten eingenistet gefühlt, also es ist... Wird nicht wirklich besser. Trinity Tower entdeckt. Tja. Was höre. Okay, ja, will ich eigentlich jetzt nicht. Komm mit, Dogmeat, bitte. Nicht fighten. Ach, Dogmeat. Ach, Dogmeat, man, das müssen wir Supermutanten hier ausheben.
Gott. Mutantenfleisch und eine Silbergabel. Einer ist noch über uns. Kronkorken, Patrone, Jagdgewehr. Hm. Die sind einfach zu schwer, die Dinger. Knochen des linken Arms. Wofür brauche ich Knochen als Crafting-Material? Kann ich mir eine Knochenrüstung machen? Leerer Blutsack? Antiseptikum. Und einfach übel viel Shit in den Fleischsäcken. Unter anderem Munition. So, es gibt noch einen über uns hier, der Dinge tut. Begonnen, der Vorhang fällt. Gehe der Funknachricht nach. Was? Ich habe nichts gehört von Funknachricht. Ich habe keine Funknachricht gehört. Meierlockfleisch können wir wiederum mitnehmen. Daraus können wir wieder Sachen grillen. Radioaktive Drüse. Aber nukleares Material. Alter, die Supermutanten sind schon ein bisschen eklig. Blutkäferrüssel. Ist einfach Säure. Oder enthält Säure, besser gesagt. Knochen des linken Fußes. Okay, jetzt gehe ich aber auch ganz nach oben gucken, wenn mich schon Dogmeat hier reingezogen hat. Kronkorken, Patronen. Jede Menge Patronen. Was ist denn das hier? Das ist doch eine Kiste. Ich will in die Kiste. Oh, das Schweinchen. Sieht aus wie eine Kiste zum Looten. Red Hirschfleisch. Du bist also sehr schwer und trinkst wenig, so du Hirschfleisch. Da bin ich nicht so versessen drauf, dich mitzunehmen. Okay, hier ganz oben bringt dir auch nichts. Oder Moment, da habe ich jetzt noch raus. Stop. Schaufel. Stahl und Holz. Und ein großes Becherglas. Hm. Gewinne Stout. Ein Stuhl. Nee, hier geht's noch. Oh Gott. Nee, hier geht's nicht weiter. Hm. Die Weitsicht ist ein bisschen. Verbraucht ein bisschen viel Ressourcen gefühlt. Da bin ich nur bei 51 FPS gerade gewesen. Ich hoffe, es hat nicht im Stream allzu sehr geruckelt. Warte mal, das kann ich nochmal im Blick behalten, ob es daran liegt, dass die Grafikkarte nicht mitkommt oder ob es an was anderem liegt. Das kann ich mir nochmal anzeigen. So. Da haben wir was gefunden. Ja, wohin? Mein kleiner Schnuckelputz, was hast du gefunden? Wo sagst du, ist noch was Wertvolles drin? Da. Das Hirschfleisch am Arsch, Dogmeat. Fuck you. Fuck you. Wir nehmen kein rohes Hirschfleisch mit. Hast verstanden? Du hast genug zu essen. Wir haben jede Menge Hundefutter. Temperatur bis 25 Tragkapazität. Hallihallo Patrice. Wunderschönen guten Tag. Dankeschön für den Hinweis. Okay, weiß ich Bescheid. Nehme ich trotzdem nicht mit. Ist mir trotzdem zu schwer dafür, dass ich noch grillen muss. Das erklärt aber, woher ich manchmal mehr tragen kann. Credit! Lex Beckham!
Bin, glaube ich, wieder in einen Raider-Haufen reingelaufen, den ich gar nicht will. Ich will eigentlich gar nicht Raider killen an allen Ecken und Enden. Aber irgendwie kommen sie immer zu mir. Ich hab mich verpisst, ist richtig. Ich weiß jetzt nur nicht, ob Dogmeat sich auch verpisst hat. Ah doch, Dogmeat ist bei mir, sehr gut. Boston Common entdeckt. Na geil. Schon wieder Supermutant. Die sind gar nicht so heftig. Wer ist da? Nicht meinen Hund anschießen, ihr Schweine. Oh Gott. Und jetzt fiese Granaten. Jetzt fängt ja alle an, Granaten werfen, ey. Aua! Der schießt mich ab, die Sau da von oben. War's das? Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Mit einem Schuss. Geil. Jetzt muss ich nur den ganzen Shit noch looten hier. Wo habe ich denn die ersten erschossen? Hier draußen war es nicht. Oh, da zum Beispiel. Ups, das war eins zu viel. Ein Drüggerli. Impro-Revolver-Pistole. Ja. Silver Shroud Radio Signal. Wait, soll ich hier rein? Achso, das ist die Combat Zone. Das ist die Combat Zone. Den habe ich unten schon gelootet. Die ich erkunden soll. Ja, 47 FPS, aber meine Grafikkarte ist nicht am Limit, mein CPU auch nicht. Das muss mir jetzt mal einer erklären, ne? Irgendwas passierte. Wait, hier war doch noch mehr. Ich finde immer gut, dass man die auch anhand des Kopfes looten kann, komplett. Impro-Maschinenpistole, Kronkorken. Okay. Na dann gehen wir wohl mal hier rein. Und mal schnell speichern. Ab in die Combat Zone. Ich glaube, es sogar im Autosaven immer, wenn wir in sowas reingehen. Wenn wir das Gebiet wechseln. Wait, wir sind entdeckt. Rule Breakers. Terminal verbessert ist. Wir könnten sie freilassen, okay. Cool, wenn man ja alles mitnehmen kann. War das schon die ganze Aufgabe? Einfach mal hier reingehen? Ja, ich glaube schon. Andere Aufgaben haben wir jetzt gerade nicht aktiviert. Oder Moment, gab es eine neue Aufgabe? Vorhang fällt. Gehe den Funknachrichten nach. Bunte Stadt. Und damit endet. Was zum? Der hat dir nichts verloren. Zerlegt den Mistkerl. Oh Gott! Uff! Wir müssen mal kurz heilen. Ich dachte, wir können ja einfach mal entspannt mit den Leuten reden. War aber nichts mit entspannt mit den Leuten reden. Alter, was komme ich alles? Von wo? Von
da oben. Oh, oh. Ist nichts Persönliches. Die Kunst liegt hier im Blut. Was? Geht's euch gut? Batz! Und da kam sogar der Glückstrigger. Dachte mir schon, dass der so besser aussehen würde. Nimm die vier verbleibenden Raider. Ups! Hab den eigenen Hund angeschossen. Ich wollte es kritisch machen. Credit! Zonk! Meinst du, das war schon mit denen? Wir wollen keinen Ärger! Zumindest nicht noch mehr. Ach, schau doch einfach mal nach oben, verdammter Feigling! Zum Teufel damit! Ich bin zu schön, um so den Löffel... Kompensierte Impro-Pistole. ...abzugeben. Was haben wir hier getan? Hundenapf. Schau, egal wer da draußen ist, wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Aha. Total auf unserer Seite, habt nur überhaupt nichts getan, was irgendwie mit unserer Seite zu tun gehabt hätte. Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Bist du doof? Ich hab gerade die ganzen Raider platt gemacht. Was willst du eigentlich von mir? Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Ich zerleg gar nichts. Ich loote. Ob ich hier nicht mehr looten darf, nachdem ich hier die Raider rausgekickt habe. Gegenseitig umzubringen. Nee, du bist jetzt schon nervig. Ich habe jetzt schon Bock, dich zu erschießen. Bin ich mal ehrlich. Warum kommst du nicht hier rüber und zeigst uns, dass du uns nichts tun willst? Kannst du aber die Klappe halten? Schau. Mit Taschenverstärkte Raider-Rüstung. Das hört sich eigentlich ganz geil an. Ich weiß nur gerade nicht, ob das für mich passt. Egal, wer da draußen ist. Wir waren die ganze Zeit über siehst eurer mich. Seite. Gasmaske mit Brille. Da sollten mir viel von der Gasmaske mit Brille übrig sein, wenn ich ehrlich bin. Wait, kann ich die Gasmaske mit Brille... Oh, hab ich die jetzt mitgenommen? Kann ich die Gasmaske mit Brille mit einer Mütze anziehen? Weil die Sturmgasmaske kann ich ja nicht. Aber die Gasmaske mit Brille? Gasmaske mit Brille? Kann ich dazu eine Mütze anziehen? Ich glaube schon, ne? Dann können wir nicht die Strickmütze dazu anziehen. Sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Kann man nicht. Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Nehmen da hauptsächlich die Munition mit, die brauchen wir nämlich wieder. Sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Hab ich hier noch jemanden? Nee, da oben ist war noch irgendjemand. Also, ey Leute, ich habe euch gerade geholfen. Wir das wie zivilisierte Leute klären? Waffenwerkbank, das heißt doch, ja, hier kann man einen Siedler hinschicken dann irgendwann. Okay, cool. Warum kommst du nicht hier halt die Klappe! Uns, dass du uns nicht ach tun Mann. Diese Bevormundung, ne? Als ob ich das vergessen würde. Ich will doch einfach nur ein bisschen looten. Schau, egal wer da draußen ist. Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Der ist schon anstrengend, oder? Warum kommst du nicht hier rüber und zeigst also uns, Ausdauer dass du hat nicht tun willst? Er ist ein Angsthase, aber Ausdauer hat er offensichtlich. Was denn? Oh, wieder entspannt. Ganz schwer sind Sperren. Einfach einmal D drücken, bitte. Sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Luca Cherry? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Um die toten Leute kümmerst du dich hinterher? Finde ich schau, gut. Egal wer da draußen ist. Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Bisschen Angst, wenn ich hier runterspringen, tue ich mir was. Das geht. Die Höhe sieht safe aus. Hey! Seid ihr dann fertig damit euch gegenseitig? Ja, wir sind. Okay, ich komme ja jetzt. Meine Güte. Also,
Sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder ist es vorbei? Oh, du bist ein Ghoul. Naja, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Ich war ja trotzdem am Gewinnen, oder? Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennst. Was zur Hölle? Jetzt habe ich gerade die Raider vom Arsch geballert. Arbeitslos? Was meinst du damit? Du bist kein Unternehmer, was? Diese Idioten zu unterhalten war unsere einzige Einnahmequelle. Was zum Teufel sollen wir denn jetzt bitte tun? Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Brauch nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Oh. Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war... Ich hab von Kate schon mal gehört. Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Kates Arbeit? Bin mir nicht sicher. Hab die Hälfte verpasst. Ja, du warst wohl sehr mit dem Frühjahr. Beeindruckende Arbeit. Du könntest sogar so gut sein, dass du mir einen Gefallen tun könntest. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Okay. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Du willst ein Ghoul-Theater aufbauen. Wenn du Korken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich? Brauche ich nicht. Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und der? Warum willst du, dass ihr mich begleitet? Ja, Tommy. Warum zur Hölle willst du mich unbedingt loswerden? Vielleicht denke ich einfach, du hättest dir eine Auszeit verdient. Bei euch beiden habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Also, was meinst du? Kein Interesse. Hm. Schade. Normalerweise habe ich ein gutes Auge für Teams. Wie wär's, wenn du es dir noch einmal durch den Kopf gehen lässt? Nee, eigentlich nicht. Wenn du es dir anders überlegst. Wir sind hier. Du bist Wir machen eins immer Wonderplace mit Auto. Ja. Mit Auto, mit Hund. Das bedeutet, dass ich dich nicht mehr sehen muss. Hoffentlich kommt er bald wieder. Gut, dann so viel dazu. Wenn du dich entscheidest, mit der Besten zusammenarbeiten zu wollen, kannst du gern wiederkommen. Vielleicht haben wir bis dahin auch hier aufgeräumt. Und eine weniger blutrünstige Kundschaft. Hier. Okay, ich kann sie hier abholen, wenn ich will. Die Einnahmen des letzten Kampfes. Betrachte es als Anzahlung. Wenn du es dir anders überlegst, ich warte hier. Hm. Ja, viel Spaß beim Aufräumen, wa? Ich wollte mich aber noch ein bisschen umgucken. Vorkriegsgeld können wir hier noch ein bisschen mitnehmen. Zigarrenkiste, Schreibtisch ist leer. Kronkorken, Coca-Cola-Flasche, Schnapsglas. Militäruniform gibt's hier, alles klar. Und hier ist Ende. Ja, also ich bleib dabei. Dieses Kampfgewehr mit Schrotflinten-Ammo räumt ordentlich auf. Verstärkte Raider-Rüstung, 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 Raider-Rüstung. Und die haben noch eine Waffenwerkbank, da könnte ich doch bei dem hier. Was ist drin? Ein Stecherabzug. Abzug, höhere Feuerrate. Das ist eigentlich ganz geil. Verlängerter Lauf. Oh. Kurzer Kolben, vollständiger Kolben, dafür bräuchte ich die Waffen. Trommelmagazin ist halt auch schon drin. Sonst haben wir ein Schnelllademagazin. Dafür aber weniger Muni im Magazin. Nee. Frontvisierring, Standardvisier, Frontvisierring, Leuchtvisier. Short Scope, ergibt gar keinen Sinn auf sowas. Reflexvisier, Reflexvisierkreis. Reflexvisier gibt vielleicht noch Sinn.
Würde ich einfach mal draufballern, das erhöht nämlich die Präzision. In dem Fall mit Kreis. Bündungsbremse, großes Bajonett, nee. Beim Jagdgewehr können wir, glaube ich, nichts machen. Verlängerter Lauf, die Kolben. Bajonett ergibt gar keinen Sinn. Schnelllademagazin, mittleres Magazin könnten wir hier reinpacken. Haben wir Schnelllademagazin drin? Ist eigentlich ganz gut. Ja. In der Rüstungsseppern können wir, glaube ich, auch nicht mehr machen. Von daher würde ich sagen, sind wir hier erstmal fertig. Jetzt haben wir hier so ein Ringchen. Na gut. Achso. Wir hätten euch Kampfunterstützung haben können. Na gut. Dann nicht. Ich sag viel zu oft. Na gut. Okay, jetzt haben wir das abgeschlossen. Finde Nick Valentine. Das ist unser nächstes Ziel. Aber ja klar, warum jetzt so viele Raider hier waren. Moment, da waren doch die... Genau. ...20 Kronkorken und ein Schmortopf. Also... Schmortopf ist nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Hier geht's nicht weiter. Müssen in die Richtung, müssen gar nicht dadurch. Daher können wir uns einfach in die Richtung begeben. Führungsspot. Folge dem Freedom Trail. Bin ich zum Freedom Trail? Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Das ist mir so egal. Den will ich gerade nicht tun. Park Street, Nuka Cola, Nuka Cherry. Wir wollen hier rein. Hallo? Oh, Kronkorken in der Mail. Da wollen wir hin. Park Street Station. Valentine, bist du hier irgendwo? Gibt's hier böse Buben? Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Todesschütze. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim... Okay. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Aua! Null. Dein Hinterhalt! Und Crit! Katzing! Alter, halten die viel aus? Okay, Kopfschüsse sind wichtig. Vorher haben die ewig kein Damage genommen und dann einmal Kopfschuss gemacht, das ist das halb, ist dann halbe, das ist ja alles. Da ist ja alles von ihm explodiert. Hast du es dann? Zehn Millimeter. Hey. Danke. Danke, Dogmeat. Ich wollte nicht mit dir reden. Aber schön, dass du vor mich gegangen bist. War hier noch irgendwo tote Gegner? Hier sind noch welche. Schrotpatronen, 45er, Maschinenpistole, Kochpfanne, abgewetzter Filzhut.
Maschinenpistole. Teerbeere. Schmutziger. Moment. Wir sind aber tatsächlich gegen eine Bande Ghule unterwegs. The fuck? Aber nicht nur. Der ist kein Ghoul. In der Seite aber noch einen weggeschrotet mit dem Crit. Munition? Munition nehme ich immer gerne mit. U-Bahn-Marken. Kochplatten, Kronkorkenvorrat, Stange Zigaretten. Braucht man, glaube ich, nicht. Was geht denn hier im Terminal? Nur für Personal der Verkehrsbetriebe Fahrkarte kaufen, Terminal abgeschaltet, Hinweisterminal abgeschaltet. 11.2.7 ist automatisch im Rahmen Ihrer Sichtschließung eingestellt. Richten Sie die Fragen bitte vor, Beendigung des Arbeitsverhältnisses. An dem, ja, hat sich ja gut mit dem Abstellen gemacht. Grund eines Aufkaufs durch die Vault Corporation geschlossen wird, daher werden wir unsere Aufzeichnungen durchgehen und so viele geschätzte Mitarbeiter anderen Haltestellen und Abteilungen zuweisen. Das System soll ihren neuen Einsatz automatisch finden. Sie wurden folgenden Ort zugewiesen, Mitarbeiter gekündigt. Sie wurden folgenden Ort zugewiesen, Mitarbeiter gekündigt. Geil. Funktion deaktiviert. Okay. Können keine Fahrkarten mehr kaufen. Oh, wir können wieder was knacken. Wir haben 80 Haarklammern inzwischen. Da können wir ja bald Brute-Forcen. Kronkorken, Braminschädel, Knochen. Nee, kann man nicht. Bourbonflasche, Klebeband, Baseballhandschuh. Baseballhandschuh gab Leder, oder? Ja, drei Leder ist sogar ganz gut. Lego ein bisschen. Aufbereitetes Wasser, da sehe ich uns. Superkleber. Nein, den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht. Der Rest ist, glaube ich, schier. Rote Teller. Nicht rausgefunden, wofür ich Porzellan brauchen würde. Ehrlich gesagt. Aber wir futtern mal nochmal. Was? Gebackene Blähfliege, da sehe ich uns. Nuka-Cola! 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 Zigarrenkiste, Zement... Ein Zementsack? Warum denn ein Zementsack? Der Fuck. Provisorische Bombe. Nehmen wir mal lieber mit. Was? Unser mysteriöser Fremder, der uns hilft. Den haben wir. Müssen wir mal kurz nachladen mit dem ganzen Shit. Oh, ist doch gerade noch da. Gucken Sie wieder rum. Getötet? Anscheinend ein bisschen tanken inzwischen. Ist das nicht die gleiche Munition wie das, was das verschießt hier? Sehe es nicht. Hä? Ah, lol.
Bald bin ich blind. Bin ich blind? Ich hab einen Crit. Dann nehmen wir doch den und critten den. Oh, du bist ein legendärer Todesschütz, deswegen hältst du so viel aus. Au! Das sehe ich irgendwie immer nicht rechtzeitig. Nice. Die Granate hat sogar mal gesessen. Buffy! Hey. Oh. Hat sich schon wiederholt. Unser Wuffi. 45er Patronen sind natürlich geil, weil die sind, glaube ich, ziemlich heftig. Flickter Dreiteiler. Die haben kaum Resistenzen, aber das sind halt fucking Ghule, glaube ich, ne? Maschinenpistole, Nudelschale. Geladen kämpfen, also 10% Chance bei erfolgreichen Blocken 100 elektrischen Schaden zuzufügen. Wie blockt man denn erfolgreich? Ich wusste, dass man blocken kann in dem Spiel. News, News, News. Hier müssten überall tote Ghule liegen, massenweise. Zum Looten. Oder einfach nur... tote Fieslinge. Klebeband, Skalpell, Schlosserhammer. Stellbare Schraubenschlüssel ist, glaube ich, ganz gut, weil da Zahnräder mit drin sind. Kühlmittel habe ich letztens weggeballert. Also wir haben übrigens hier drauf gewechselt, weil wir, glaube ich, ein bisschen mehr davon brauchen. Also jede Menge Muni davon haben, so rum. 10 mm kompensiert schwer. 10 mm Pistole. Das ist ähnlich wie die wir haben, ne? Sieht ziemlich insane aus. Dandy Boy Äpfel. Dandy Boy Äpfel. Das sind literally Äpfel, okay. Dann nicht. Dann nicht. Verstrahlte Äpfel brauchen wir eher nicht. Moment, die Verbandsschere, was bringt die? Stahl. Hm. 0,2 Gewicht ist es, glaube ich, sogar ganz geil. Gibt Sachen, die bringen nur einen Stahl auf ein Gewicht. Okay, wenn aber hier mittendrin unser Detektiv ist, dann würde ich ja sagen, müssen wir denen ganz schön aus der Patsche helfen. So insgesamt. Was? Da war echt eine Selbstschussanlage wieder drin. Das ist die von Rosenmod, ja. Das stimmt. Ich habe eine Mod reingemacht, die immersive Zielfernrohre, also die normalen Zielfernrohre ändert und glaube ich auch noch ein paar hinzufügt. Ja, das ist eine Mod. Minimal habe ich das Spiel gemoddet. Das ist nicht ganz komplett ungemoddet. Ich glaube generell, dass die Zielfernrohre bei mir hier so, dass man so durchgucken kann, ist glaube ich die Mod. Ich weiß nicht genau, wie es im Originalspiel ist, aber ich habe gesehen, dass es die Mod gibt und so, ha, wenn das im Originalspiel doof ist, also ich kann ja durch alle Zielfernrohre gucken, dann ist es eigentlich ganz cool, das so zu modden. Kann man besser zielen. Fand ich. Aber ja, ist eine Mod. Stimmt, ich wollte irgendwann... Ah, das wollte ich eigentlich heute früh noch machen, bevor der Stream losgeht. Eine Kiste. Einen Befehl für alle Mods, die ich installiert habe, machen. Weil es dann doch ein bisschen... Ist eine Liste. Cool. Sprungende Schale, Keramik 2. Geil. Können übrigens direkt die Waffe abwerfen, die wir jetzt hier irgendwie aufgesammelt haben. Das Impro-Gewehr, nämlich. Genau, weg mit dem Shit.
Wack mit dem Schild. Achso, und wir wollten 500 Schuss, 10 mm. What the fuck? So, was geht denn hier noch ab? Kronkorken, Terminal. Was ist denn hier los? Terminal abgeschaltet, Nachricht an Mitarbeiter. Das ist doch das gleiche wie gerade eben, oder? Ja. Das haben wir schon gefunden. Irgendwie hat sie die Leute auch dahin zerlegt. Bis hierhin hat sie die gefetzt. Schmutziges Wasser nehme ich gern. Das sind Dandyboy-Äpfel. Wir müssen, glaube ich, in die Richtung weiter. Schauen wir doch mal. Ich sollte noch was essen. Für uns weiter heilen können. Ich glaube, wir haben inzwischen einiges an HP dazu bekommen. Ich glaube, die ist. Sind die HP einfach auf dem Level skaliert? Weil ich habe noch keinen Stat gesehen, dass man jetzt direkt HP dazu erhält, oder? Also Ausdauer oder so macht nicht die HP hoch. Soweit ich weiß. Da ist eine Tür. Wieder ein Crit. Geilo. Lebt noch. Wieder lebt noch. Das hat mich jetzt irritiert. Alter, da brauche ich mit einer 10mm Pistole aber auch ewig, die zu machen. Vielleicht will ich doch die Maschinenpistole ausprobieren. Stirbst du jetzt endlich mal? Wir können sie ja relativ krass einfach durchtanken inzwischen. Achso, stimmt, wir wollen in eine Vault rein. Maschinenpistole, abgewetzte Filzhut. Kronkorken, 10 mm, 10 mm. Ich ertrage zu viel. Ach, fuck. Das sind wieder die Waffen, wa? Ich habe wieder viel zu viele Waffen mitgenommen. Ich habe wieder viel zu viele 10 mm Pistolen mitgenommen. Ja, ich sehe es hier schon. Wenn mich das Spiel schon fragt, welche Anzahl ich wegwerfen will, dann habe ich eindeutig zu viel mitgenommen. Gegrillter Red Hirsch. Das wäre ein bisschen viel. Knuspriges Eichhörnchen. Nom nom nom. War die schon gelootet? Ja. Ist gar nicht. Oh, da geht's. Hier gibt's einen anderen Eingang. Ja, doch nicht. Ich dachte, es wäre ein Eingang. Ist kein Eingang. Hab nichts gesagt. Ein Bauarbeiterhelm. Sieht nicht so richtig fertig geworden aus. Muss ich mal so sagen. Oh, ja, stimmt. Das können wir natürlich. Mit unserem Pip-Boy können wir in die Vault rein. Wie sind denn die anderen in die Vault reingekommen? Die müssen ja auch einen Pip-Boy haben. Ja, wofür? Wir gucken ja, wo Sean ist. Wir sollten aber mit gezogener Waffe da reingehen. Verdammt nochmal. Ich hasse es, wenn sie die Tür aufmachen. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Bist du das, Skinny? Lala! Ah!
Crit! Hat die da nicht getötet. Sollten die Crits mit den fetteren Waffen machen. So. Salisbury Steak? Nee, ist immer noch voll. Serviette. Wert 1, Gewicht 0. Okay, hat einfach nur eine Serviette dabei, um eine Serviette dabei zu haben anscheinend. Okay, hier ist hier denn Vortex-Shit. Das sieht ja eigentlich schon nach Support, nach Supplies aus, die man haben will, oder? Kann ich nichts umlegen? Aufbereitetes Wasser aber ist hier zum Beispiel. Schiebetür öffnen. Okay, geht's weiter rein. Moment. Gab's hier nicht noch irgendwie? Gab's auch eine Schlüssel erfunden. Okay, da können wir nicht rein. Schiebetür öffnen. Ich glaube, hier ist gar nicht so viel zu looten tatsächlich. Gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. Mhm. Redaway, Medics. Da sehe ich uns wieder. Stimpaks, aufbereitetes Wasser. Oh, ein Voltanzug. Lookup failed hinzugefügt. Weiß nicht genau, woher der Bug kommt, aber whatever. Vertraulich. Nur für Mitarbeiter. Privat, nur für Wissenschaftsabteilung. Dieses Memorandum ist für die Mitglieder der Volt und für die Wissenschaftsabteilung und Parolon mit entsprechender Freigabe bestimmt. Alle anderen müssen dieses Terminal sofort verlassen und Sicherheit. Vielen Dank. Sozialwissenschaftsabteilung, wie bereits in Ihrer Einwilligung erwähnt, ist Volt für hochrangige Mitglieder der kommunalen der Staatsregierung, lokale Stars und Geschäftsführer sowie der Familien. Die Grundbewohner wissen, dass sie nur mit anderen Mitgliedern von Bostons Oberschicht zusammenwohnen werden. Okay. Mitarbeiter Komplex Vortech Familie zu begrüßen, so wie sie wollen wir möglichst bald mit diesem neuesten Unternehmen beginnen, aber noch sind wir nicht so weit, dass wir die große Zahnradtür für die neuen Bewohner öffnen können. Ihnen ist vermutlich aufgefallen, dass wir hier für die Bauarbeiten externe Hilfe angehört haben. Das liegt an den Besonderheiten der Lage. Durch die Verwendung der ehemaligen Park Street U-Bahn-Station bringen wir nicht nur die Dauer der Arbeiten, sondern auch die Kosten. Zudem eignet die Lage perfekt für die Beobachtungsstudie dieses Bulls, in die wir später irgendwo Rand verschicken werden. Allerdings auch zahlreiche Zivilisten, die diesen Bereich aufhalten, dass es ihnen Sicherheit wollen und gewährsen und das Implement die Kämpfe zu schützen. Der Feind hört mit und sorge für ihre Entlassung und eine mögliche schreckliche Verfolgung. Okay. Allerdings wurde die Annehmlichkeit dieses Bulls den zugehörigen Bewohnern stark übertrieben dargestellt. Mehrere Familien werden zufällig ausgewählt zusammen in einem Einzimmer-Apartment leben und wohnen müssen. Speiseräume und Badezimmer werden gemeinsam genutzt, die Ausstattung ist minimal. Zudem suchen wir derzeit keine Daten für die Position des Aufsehers. Unser Ziel ist es, jemanden auszuwählen, der keine Erfahrung in leitenden Positionen hat, zu dem Autoritäten möglichst kritisch gegenübersteht. Pantamer hat gemeldet, dass es mehrere passende Kandidaten gibt. Dem wir den Luxus und die Macht nehmen, die sie an der Oberfläche besaßen, können wir hoffentlich ihre Reaktion in belastenden Situationen beobachten. Vermeiden Sie es daher unbedingt, die Autorität des Aufsehers während des Experiments zu untergraben. Selbst oder gerade dann, wenn es das zu physischen Beeinträchtigungen, Bloßstellung oder Verletzungen bei den Bewohnern führen könnte. Aha. Die haben ein Sozialexperiment gemacht. Was ist, wenn man Leute, die zur Oberschicht gehören, einfach plötzlich ganz nach unten stößt? Ist ja geil. Okay. Dann gehen wir halt mal rein. Die ganzen runden Sachen können wir sowieso nicht aufmachen, glaube ich. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für einen Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Wer ist da? Was wirst du da, nachdem du mich erledigt hast? Ha? Alter, brauche ich lange mit der Waffe, Gegner zu töten. Das ist ja
unfassbar unangenehm. Das ist sogar die hier besser, ne? 10mm Pistolen sollten wir, glaube ich, nicht mehr mitnehmen, wegen Gewicht. Kompensiert mächtig. 27 Damage. Holy fuck. 27 ist, glaube ich, deutlich mehr als unsere, die wir jetzt dabei hatten. Wo ist er? Genau. Wir hatten 17. Kompensiert mächtig. Reichweite ist sogar höher. Gewicht ist halt schlechter, aber wir haben auch sehr viel mehr. Sehr viel mehr Damage. Aber halt auch nur die Hälfte an Munition. Im Dingens. Hallo. Level up! Level up! Hey, okay. Oh, wir haben unseren Kritis behalten. Oh oh. Wir geben den und geben den Crit. Batz! Aber direkt ein weniger. Nee. Zurück. Ja, hat sich auch erledigt. Uff. What? Ach, von hier unten. Meine Fresse. Jo, die Waffe halt haut deutlich mehr rein als diese 10mm Kacke. Patronenkurken, Patronen. Gelber Teller. Eiche Baseballschläger. Ja, ich finde das Jagdgewehr geiler. Muss ich einfach so sagen. Das ist einfach fetter. Mut ging's doch auch nie, oder? Ging doch darum, dass ich erfolgreich bin und nicht, dass ich mutig bin. Aber wir hatten den einen Typ noch da unten erschossen, den würde ich gerne auch noch looten. Komme ich da wieder hoch? Huch. Wo ist er? Da ist er. Hm, aber bloß ein bisschen Muni. Gut, aber doch, ich komme hier noch wieder hoch. Oh, ist ja schon viel zu spät. Ich fürchte, wir müssen hier gerade pausieren. Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr, das zu Ende zu spielen, weil ich dann mit Lumi verabredet bin.